Meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie Platz. Wir wollen beginnen. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur heutigen Plenarsitzung. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Und darf Ihnen auch danken, dass gestern Abend waren ja viele parlamentarische Abende, dass die parlamentarischen Abende alle gut besucht waren. Von den Abgeordneten war also ein erfolgreicher Abend, und auch die Bayern haben gewonnen. An dieser Stelle, ja, sind ja, meine Damen und Herren, vielleicht für die neuen Kollegen, wir sind ja neutral, auch was Fußball angeht. Aber wichtige nationale Meldungen wollen wir doch auch bekannt geben. Aber auch die Kickers, die Offenbacher Kickers. Der Ministerpräsident hat mir eben gesagt, die hätten gewonnen gestern Abend in Erfurt. Es war allerdings ein Freundschaftsspiel. Und wollen wir hoffen, dass bei den Punktspielen dann wieder. Aber da ist der Kollege Staatsminister Al-Wazir zuständig als Kickersmann. Also seht zu, dass er gewinnt. Gut. So, wir sind beschlussfähig. Wir haben noch offene Tagesordnungspunkte 7 bis 9, 13 bis 21 und 24. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Tagesordnung eine Mittagspause von 2 Stunden. Wir beginnen mit den aktuellen Stunden nach 32.6 unserer Geschäftsordnung 5 Minuten je Fraktion. Nach dem Tagesordnungspunkt 17 wird der Tagesordnungspunkt 8, ein Antrag zum Thema ohne Aussprache aufgerufen, sofort abgestimmt. Und nach dem Tagesordnungspunkt 19 wird der Tagesordnungspunkt 24, ein dringlicher Antrag zum Thema ebenfalls ohne Aussprache aufgerufen und sofort abgestimmt. Es fehlen heute, entschuldigt, der Staatsminister Beuth bis 13 Uhr, die Frau Staatsministerin Kühne-Hermann bis 13 Uhr und die Frau Abgeordnete Sabine Waschke. Sie ist erkrankt, und wir wünschen ihr von dieser Stelle aus alles Gute. Gibt es noch weitere Entschuldigungen aus den Fraktionen? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir offensichtlich alle da. Wir haben heute auch ein Geburtstagskind in unserer Mitte. Der Abgeordnete Frank Thilo Besche begeht heute seinen Geburtstag. Stell dich mal. Komm mal vor. Komm mal vor, du kriegst da was. Kriegst da ein Präsent. So ist es, kaum neu im Landtag, schon gibt es Präsente. Es ist also ein liebenswürdiges Parlament. Alles Gute. So, das war es eigentlich an amtlichen Mitteilungen. Haben wir noch irgendwas? Das ist nicht der Fall.